Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei einem Seriensprechzimmer. Da ist wieder die Beate an der Strippe. Hallo, guten Tag ihr alle. Weil wir immer noch die Corona-Light-Version machen von den Seriensprechzimmer. Und ich bin die Mel. Und wir reden heute über die Serie Defending Jacob, die am 24. April auf Apple TV Plus startet. Und Beate ist ein bisschen im Vorteil, weil Beate hat die kompletten 8 Folgen schon gesehen und ich bislang nur 4. Beate, sag mal, wie findest du... Sollen wir erst was erzählen, was es für eine Serie ist? Ja, also ich finde, ich kann 2 Wörter sagen, die alles schon sagen, alles schon in Relation setzen. Chris Evans. Bitte übernehme. Na, also bitte. Wenn das und das Chris Evans, ist, I'm sorry, Chris Evans mit Bart. Ja, natürlich. Das, Girl, klar, das girly Herz von mir hat schon gesagt, egal worum es geht, egal wie gut oder schlecht sie ist, ich gucke sie. Aber nein. Er ist einer meiner Lieblings-Avenger, ich muss es ja auch geben. Ja. The Cap ist schon weit vorne. Aber deshalb, weil er halt eine absolut integere Figur ist. Also der ist ja so 100% integer irgendwie und so ein bisschen haben sie ihn wahrscheinlich auch deshalb ausgesucht, weil er hat ja auch so ein vertrauensvolles, ehrliches Gesicht. Ja, und also er hat ja so eine er ist ja auch aus Massachusetts und so, weißt du, ja, alles funktioniert bei ihm. Ist er aus Massachusetts? Ja, der ist ja aus Massachusetts, ja. Und ich habe ja das Jahr in Amerika in Massachusetts verbracht, deswegen, ja. Hast du da noch Bezug zu? Natürlich. Ich habe dann also eine doppelte emotionale Verbindung zu ihm. Also ich meine da ja auch Männer zu gucken, obwohl die Männer gucken vielleicht sehen manchmal. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Serie gucke, die ich nur wegen irgendeinem Schauspieler gucke oder irgendeiner Schauspielerin. Ja, und weil ich die irgendwie sexy finde, ich weiß nicht. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich muss halt trotzdem sagen, er ist halt ein absoluter, also das war schon ein Pluspunkt, da reinzugucken, aber jetzt müssen wir der Serie wirklich gerecht werden, weil das ist jetzt nicht so eine Girly-Sache, die ich jetzt so gestartet habe. Das ist wirklich handfest, was da passiert in der Serie. Erzähl mal. Also vielleicht könnten wir erstmal erzählen, dass das Ganze auf einem Buch auf einem Buch basiert. Das Buch kam 2012, ist es zum ersten Mal veröffentlicht worden, von William Landy, amerikanischer Schriftsteller. Das ist eigentlich eine Kriminalgeschichte, eine Mischung zwischen einer Kriminalgeschichte und einem Drama. Vielleicht kann man es irgendwie so in Kombi beschreiben. Was ist er? Staatsanwalt? Also genau. Chris Evans spielt einen Staatsanwalt. Vordergründig alles schön, tolle Frau. Heranwachsender Sohn, der irgendwie 14, 15 Jahre alt ist. Alles sieht gut aus, er macht eine gute Karriere. Seine Frau ist erfolgreich, der Sohn, über den erfährt man am Anfang nicht ganz so viel. Ein bisschen so ein Stiller. Und urplötzlich kommt eine Nachricht, die in dieses Familienleben einbricht, der ein Junge aus der Schule wird ermordet aufgefunden in einem Park. Am Anfang, ja, und mit den Ermittlungen beauftragt wird eben die Figur von Chris Evans, also er ist der verantwortliche Generalstaatsanwalt, der das Ganze beaufsichtigt und fangen an, ihre Spuren irgendwie zu verfolgen und gucken, was da abgeht. Und urplötzlich tauchen Meldungen in sozialen Medien auf, die seinen Sohn beschuldigen. Hm. Und dann geht das Ganze eigentlich erst los, weil ihm wird der Fall entzogen und dann kommt ein Karrierist aus seiner Einheit irgendwie an den Start, der also nur eins im Sinne hat, sich über diesen Fall zu profilieren. Ganz oft überhaupt nicht, also nicht sehr besonnen ist in der Art und Weise, wie er den Fall angeht, sondern ihm ist sein eigener Vorteil und sein Ego stehen da immer im Vordergrund. Das merkt man also von der ersten Sekunde an. Und dann beginnt sich der Kreisel zu drehen. Was ist wirklich passiert? Ist der Sohn schuld, ja oder nein? Was wissen die anderen Schüler und was steckt für ein Geheimnis hinter dem
steckt hinter dem Sohn ein wirkliches Geheimnis, etwas, was die Eltern vielleicht verdrängt haben? gar nicht so richtig wissen, ne? Weil dann auf einmal, ich finde, das war ja auch ganz interessant. Also auf der einen Seite, was sind Eltern gewillt zu tun, um ihr Kind zu schützen? Und dann wiederum, also das jetzt, wie gesagt, ich habe nur 4 Folgen gesehen, deswegen musst du mich korrigieren, ob es tatsächlich bis zum Schluss passt. Das würde ich jetzt einfach sagen, das ist bei ihm, beim Vater so. Und bei der Mutter wiederum. Die zweifelt dann auch zum Teil, ne? Und also nicht, dass sie ihr Kind nicht schützt, aber zum Teil denkt sie, mein Sohn war schon als Baby so und so und so. Und das war immer schon Naja, ein es ist die bisschen. Frage, also man sollte vielleicht dazu sagen, Michelle Dockery, bekannt aus Downton Abbey und wie hieß diese grandiose Serie, die wir so toll fanden, Good Behavior, Ah ja. die war ja fantastisch, war ja so eine Nischenserie, aber richtig, richtig gut. Also wie Lustig, gesagt, da die, weißt du was, dass ich das ja, egal. niemals, dass ich die zwei Figuren, also diese Schauspielerin, nicht zusammengetan habe in meinem Kopf. Also jetzt, wo du es sagst, raff ich es zum ersten Mal, dass es dieselbe Schauspielerin ist. Im Ich Ernst? schwör's dir, eben Ja, dann gerade siehst du mal, wie gut die gespielt hat. so Daran krass, siehst du, wie gut die so Frau gespielt krass. hat. Ja, das wäre ein anderer Podcast, dass wir mal über Good Behavior sprechen. Ja, wir müssen über Good Ja, Behavior sprechen. Das ist so eine Geheimtippserie, nämlich, weil genau. sie immer noch nicht so viele gar nicht gesehen haben. Aber es ist so lustig, weil eben gerade denke ich mir, es hat eben gerade ist der Groschen bei mir gefallen. Ich dachte, ja, heilige Scheiße, ja klar, es ist dieselbe Schauspielerin. Habe ich überhaupt nicht diesen Zusammenhang in meinem Kopf. Okay, sorry, kleiner Exkurs, aber Abgeschweift. ja. Also sie spielt eben die Mutter und sie hat eigentlich relativ früh schon Bedenken. Genau. Also es kommt immer mehr zum Tragen, dass es eigentlich so ein bisschen ein Familiengeheimnis gibt. Wir wollen ja nicht alles spoilern. Das ist ja eigentlich die Quintessenz aus dieser ganzen Nummer, das, was sich da entfaltet oder was man in Rückblenden auch so ein bisschen zu sehen bekommt. Und das Besondere ist halt tatsächlich, ich meine, das ist jetzt nicht die Neuerfindung des Krimirades, ganz sicher nicht. Also es gab diverse Krimi-Verfilmungen, die ähnlich sind oder die ähnliche Versatzstücke hatten. Das ist es nicht. Aber es ist wirklich spannend. Es ist sehr Also es spannend. bleibt wirklich, also auch die ganz besonders sind auch die. Und dann später, wenn es dann, das läuft ja alles darauf hin, es wird ja sozusagen in Teilen wird die Vorgeschichte hinterher erzählt. Was sie intelligent machen, ist, wie sie mit Rückblenden arbeiten. Und sie arbeiten eigentlich mit Rückblenden, die Vorblenden und Rückblenden sind. Also es ist sehr, sehr intelligent gemacht, wie sie die Geschichte aufrollen und von welchem Zeitpunkt sie ausgehen. Ja. Das rafft man aber erst, wenn man alles gesehen hat. Also so ganz, also ich jetzt, du hast jetzt sozusagen, man muss bis zum Schluss gucken, um zu raffen, welche Timeline. Erinnerst du dich, dass es uns beim Witcher auch so ging, dass die Timelines ja erst, es gab ja so viele Timelines, dass man es manchmal, ich habe es ja auch beim Witcher beispielsweise erst in der vierten, fünften Folge gerafft, dass es verschiedene Timelines gibt. Ist das so eine ähnliche Sache? Ja, also gut, beim Witcher ist es ja auch noch Fantasy, also das kommt ja irgendwie auch noch dazu, da ist es ja real, also Krimi. unser aktuelles Leben irgendwie im Krimi. Ich glaube halt, dass man schon so Vermutungen zwischendrin hat zur Abfolge 6. So habe ich es erst mal gedacht, so hä? Und dann zum Schluss sieht man es eigentlich erst. Also ich meine, das ist nur die Erzählweise. Das gibt jetzt keine Hinweise darauf, was wirklich, also was Sache ist oder was die Quintessenz daraus ist. Es ist nur, dass du dann erstmal die Erzählweise relativ spät erst verstehst, Und was Beate, da passiert. ist das so ein, ist das eine Serie, wo am Ende klar ist, wer es war und who done it? Ja. Ist klar, ja. Also man geht befriedigt aus dieser ersten Staffel raus, ja. Naja, sagen wir mal, ja, also ich würde sagen, ja, sagen wir mal, also was man wirklich sagen muss, wer das Buch gelesen hat, hat einen Unterschied und der ist gravierend, das Ende. Das Ende ist ein anderes und ich glaube, dass das Ende deshalb ein anderes ist, weil ich vermute, dass die eine Staffel 2 planen, wenn es gut läuft. Ja. Okay.
Also ich habe noch nichts gelesen, ob eine Staffel 2 angedacht ist. Hast du schon was drüber Nee, gelesen? ich habe noch gar nichts gehört darüber. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich schon mal zu dir gesagt habe, dass ich in Defending Jacob reingeguckt habe und damals waren nur 4 Folgen, deswegen hänge ich ein bisschen hinterher. Mir war es nicht bewusst, dass die jetzt weitere 4 Folgen für die Presse reingestellt haben. Und ich habe die gebinged. Ich habe die 4 Folgen wirklich, weil es war so spannend, ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe die noch nachts gebinged. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, dass das bis zum Ende so geht und auch die Timelines eine Rolle spielen, was mir auch bislang nicht so ganz klar war. Klar, dass da so Rückblenden und Vorblenden, aber es klingt ja so, als ob das ein bisschen größeres Ding ist. Also allein deswegen glaube ich, es könnte eine zweite geben. Hast du denn das Gefühl, dass das so eine Serie ist, die besonders gut gemacht ist? Nee, also ich würde jetzt mal sagen, es ist eine überdurchschnittliche Mainstream-Serie. Ja. Also sie ist nicht so gut wie The Killing. Sie ist Okay. nicht so gut wie Broadchurch. Das finde ich, ist, oder The Fall oder so. Oder Mr. Mercedes oder irgendwie sowas. Das sind ja alles, wie ich finde, High-Class-Sachen im Krimi-Crime-Bereich. So gut finde ich sie nicht. Aber sie ist wirklich spannend bis zum Schluss. Sie hat ein paar Lücken, finde ich, in den Dialogen und im Drehbuch, weil einige Sachen sind für mich nicht ganz rund. Oder sie sind das Problem, was das Hauptproblem, was ich habe, dass die Figuren alle an der Oberfläche bleiben. Also du erfährst zum Beispiel über den Sohn viel zu wenig. Also über seine Gedankenwelt erfährst du fast nichts. Und das wäre zum Beispiel, das erfährst du über einem Buch nicht. Und es ist für mich ein großes Manko, weil diese Figur so viel hergegeben hätte, psychologisch. Also du glaubst, dass, sorry, nochmal, dass ich nachhake. Erfährt man im Buch auch nichts über den Sohn oder das erfährst du eher, wenn du das Buch liest? Bleibt auch eher an der Oberfläche. Also du erfährst, bei so einer Figur ist es ja wahnsinnig spannend, im Laufe der Zeit mitzubekommen, warum jemand tut, was er tut oder nicht tut, was er tut. Das ist ja unglaublich interessant, die Psychologie hinter so einer Figur zu sehen und dann auch die eher nachvollziehen zu können oder wie soll man sagen, Interesse auch für eine Figur haben zu können. Ich finde, dass der Sohn sehr blass bleibt, Okay, weil es so wenig unterfüttert ist. das heißt, die Vorlage ist schon schwierig. Also, okay, das heißt, da ist es natürlich, könnte man es sowohl in der Vorlage als auch dann in der Umsetzung kritisieren. Weißt du denn, ob denn der Autor beteiligt war an dieser Serie? Ist dir das Nee, da habe ich bisher noch auch nichts nichts? Ich hab nämlich auch noch nichts. gelesen. Ich habe auch nichts nachlesen können. Also ich habe ein paar Buchkritiken zum Buch gelesen und das war eine der Kritiken, das Buch hatte relativ gute Bewertungen, aber das war eine Kritik, die überall aufgetaucht ist. Dass die Figuren an der Oberfläche bleiben. Also die Figur, die am meisten in die Tiefe geht, ist tatsächlich die von Chris Evans, Ja. von Prada. Auch die Figur von der Mutter geht nicht wirklich in die Tiefe. Und die vom Sohn, wo es am interessantesten wäre, am wenigsten. Also es ist nicht derselbe Autor. Ich habe jetzt gerade noch mal schnell gegoogelt. Es ist nicht derselbe Autor und er scheint auch nicht involviert zu sein, der ursprünglicher. Aber sie hätten ja, und das finde ich interessant, dadurch, dass sie das Ende verändert haben, haben sie ja die Freiheit dahingehend gehabt, Veränderungen vorzunehmen. Ja. Das heißt, wenn man ein Ende verändern kann, dann kann man auch zwischendrin bei den Figuren in die Tiefe gehen. Und vor allen Dingen dann, wenn du eine zweite Staffel planst, Klar. dann baust du doch Figuren auf. Oder wollen sie sich das alles für die zweite Staffel aufheben? Also Das auch freuen. ich habe mich jetzt nach 4 Folgen und wie gesagt, ich gebinged und ich bin dran, weil es spannend und so weiter, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es die Serie schafft, mir zu erklären, was mit diesem Jungen los ist, ja? Oder
Also ich mochte tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, auch diese Psychologie, was macht so eine Situation mit den Eltern? Und da hast du ja verschiedene Reaktionen. Was macht sie aber auch mit dem Umfeld, wo dann auf einmal die Frau ihren Job mehr oder weniger verliert, ne? Und er ja auch, also bei ihm ist es klar, weil er ja involviert ist in dem Fall, ne? Aber wie krass halt auch so eine Geschichte dann auch Wellen schlägt und dein Leben komplett verändert, ne? Naja, weil wie die Gesellschaft halt darauf reagiert. Ja. Also was für eine Hexenjagd dann plötzlich stattfindet auf alle, die da involviert sind. Also nicht nur der Sohn, der ja eigentlich sich gar nicht mehr traut, irgendwo hinzugehen, aber auch die Eltern kriegen das ja ab. Ja. Ja. Also es ging ja einfach klar, dass die Eltern von dem umgekommenen, also von dem getöteten Jungen in ihrem Schmerz überhaupt nicht rational sind, sondern völlig emotional reagieren und überhaupt nicht mehr zugänglich sind irgendwelcher normalen sachlichen Argumentationen sind die ja gar nicht mehr zugänglich, klar, weil sie einfach unglaublich viel Schmerz in sich tragen. Aber alle anderen, also die da rundherum sind, die sich dann Meinungen erlauben und eine Bewertung vornehmen von irgendwas, das ist Unerwiesenermaßen noch, ne? ja. So Ja, es ist ja mitten. wie eine Hexenjagd. Ja, Also ja. das hast du ja als Phänomen ganz oft in der Gesellschaft, dass wenn so etwas passiert, wie dann plötzlich Leute, wie mit, also im Frühjahr hätte man, wenn man mit Mistgabeln durch, wenn man mal das Geld bemühen will, durch irgendein Dorf gelaufen und hätte jemand vor sich hergetrieben. Ja, Ja. und das fand ich auch, also so psychologisch so oder gesellschaftskritisch gesehen, was alleine schon in den ersten 4 Folgen hochkommt, das fand ich schon so spannend und das hat mich halt auch emotional gecatcht. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass das das Manko war, dass weder die Mutter noch der Sohn, dass die da emotional in die Tiefe gehen, weil das hatte ich gehofft, dass zumindest beim Sohn. Bei der Mutter habe ich da schon, finde ich, in den 4 Folgen schon zumindest Ansätze gesehen, ne? Also. Ja, die Mutter, sie haben so eine Abstufung. Also beim Vater geht es ganz gut in die Tiefe. Ja. Auch die Besetzung, also sein, also hast du nur 4 Folgen gesehen, da taucht ja sein Vater noch gar nicht auf. Nee, genau. Ja, da bist du, das ist ja hier J.K. Simmons, ne? Genau, hatte ich schon gelesen, dass J.K. Simmons da Ja. mit da, und ich habe die ganze Zeit gedacht, dann kommt er wohl noch. Aber ich wusste nicht, ja, gut, sein Vater dann, ne? Ja, also er kommt, er taucht als ein, das ist ein hervor, ein unglaublich guter Ach doch, Schauspieler. doch, sorry, ich glaube, in der 4. Folge gab es Also schon ganz mal. zum Schluss, Genau. genau, der im Knast ist für Genau. seine Vergehen, die er Genau. irgendwie. Wo man dann auf einmal merkt, Chris Evans, also Andy, seine Figur Andy Barber, der hat ja selber schon einiges erlebt im Leben, was du augenscheinlich so die ersten Folgen gar nicht gerafft hast, ne? Dass der Ja, selber so deswegen eine. sage ich ja, bei ihm sind sie in die Ja. Tiefe gegangen. Ja. Also auf jeden Fall mehr als bei der Mutter ein bisschen, beim Sohn gar nicht. Ja. Und das ist aber interessant zuzugucken, wie sich das aufdröselt. Also dass du diese in diesen Rückblenden eben dann diese Informationen bekommst. Und zeitgleich läuft ja dann ab irgendeinem Punkt das Gerichtsverfahren. Am Anfang läuft es ja noch nicht, aber es arbeitet ja alles auf das Gerichtsverfahren hin. Das Gerichtsverfahren ist unglaublich spannend. Okay. Und Also das ist sehr, sehr, sehr spannend, diese Gerichtsszenen, wie die sich einen Schlagabtausch liefern. Also die Anwältin, die den Jacob verteidigt und dann eben der Widersacher sozusagen von seinem Vater, der ja so ein Karrierist ist, der nur nach seinem Ego und nach seiner, der ist unglaublich arrogant und überheblich und selbstgefällig und wie die sich da bekriegen irgendwie in diesem Gerichtssaal, das ist sehr spannend. Was ich auch ganz gut gemacht fand, war, wie sich Dinge aufgebaut haben. Also auch was den Fall angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das über die 4. Folge hinaus auch so weitergeht, dass man kriegt immer so häppchenweise noch irgendwas mit, was passiert ist, ne? Und er versucht ja auch selber das herauszubekommen, ne? Um seinen Sohn ja auch zu verteidigen, was tatsächlich passiert ist. Ja, natürlich. Also er ist praktisch wie so ein Doppelermittler. Auf der einen Seite ist er der Vater und dann hat er, also das dürfen wir jetzt auch nicht spoilern, weil dann weiß man auch schon Bescheid. Also er ermittelt auf jeden Fall nebenher, Ja. immer ein bisschen. Ja.
Und er gibt natürlich, weil er selber Anwalt ist, auch der Anwältin, die dann für den Jacob im Gerichtssaal arbeitet, gibt ihr natürlich Tipps. Also sie sprechen Strategien ab. Natürlich, weil der Vater ist ja selber Anwalt. Ja. Macht ja auch Sinn. Also hier auf Wikipedia will ich nochmal ganz kurz sagen, wird es als Miniseries dargestellt, was aber nicht bedeutet, dass man nicht eine zweite Staffel haben könnte. Also für mich ist es ganz klar so aufgebaut, dass es weitergeht. Vor allen Dingen, wenn man das Ende Okay, der Serie was du sieht. nicht spoilern Also, wirst. was ich nicht spoilern will, genau. Also hätten sie es so geendet, wie im Buch, wäre es beendet gewesen. So, meiner Meinung nach, haben sie sich eine Tür aufgelassen. Das ist meine Okay. Interpretation. Ja. Beate, noch eine weitere Frage und dann will ich schon gerne dein Fazit wissen. Chris Evans in der Serie. Ich meine, er ist Captain America. He is the hot shit, ja? Eigentlich schon ganz schön krass, oder? Ja, also erstmal ist es echt gewöhnungsbedürftig, weil er ist halt Cap. Also es ist halt, der ist halt so sehr Cap, dass du irgendwie, es ist schon echt schräg. Also ich bin ja drauf gekommen, weil der irgendwann getwittert hat und sagte, hier, ich habe da was Kleines gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal reingucken. So hat er das irgendwie angeteasert bei Twitter. Und dann dachte ich so, okay, guck mal an. Jetzt hat er eine Serie gemacht. Und dann habe ich aber trotzdem, ich muss, es ist so peinlich, ja, habe ich mich halt immer erwischt dabei, dass ich ihn immer, dass ich immer gedacht habe, guck mal, Cap, jetzt Cap sitzt da jetzt. Ich kam da irgendwie nicht von weg, das ist total peinlich. Mir tut es auch leid, ja, weil es so unfair ist, aber ich habe immer an den denken müssen. Also der hat ein paar gute Momente gehabt, wo er wirklich, wo es sehr eindringlich war, fand ich. Aber nicht die ganze Zeit. Also ich habe halt leider immer wieder an Captain America immer wieder denken müssen zwischendrin. Tut mir echt leid. Also ich meine, er hat ja nicht nur solche Filme gemacht, ne? Also er hat ja auch diesen einen Film Gifted, den ich auch sehr süß fand. Gut, natürlich, aber zuletzt war er halt Captain America. Ich muss sagen, ich habe nicht die ganze Zeit, ich habe nur 2 Sekunden oder so an Captain America gedacht. Also bei mir lief es relativ schnell, dass ich ihm die Rolle abgekauft habe. Ich fand ihn auch emotional unterkühlt. Und es hat sich natürlich in dem Moment, wo ich verstanden habe, was mit seinem Vater war, also wie jemand, der eigentlich gerne möchte und nicht richtig ran kann. Weißt du, was ich meine? Und so hat er es dargestellt. Und das fand ich ziemlich cool, weil ich ihn ja auch so cool finde, dann schaue ich mir halt auch bei Interviews und so an. Und der ist ja auch so ein herzlicher Mensch, ne? Und ich finde, er hat ja so eine emotionale Kühlheit gespielt. Und ich glaube, dass das war dann auch bedingt durch die eigene Vergangenheit. Und das habe ich ihm abgekauft. Ja, das spielt ja richtig gut, diese Distanz, die er da manchmal auch hat. Ja. Und er ist ja auch manchmal selbst, er hat so eine Mischung zwischen liebevoll Ja. sein und dann wieder totale Distanz. Genau. Also mit diesen beiden, mit dieser Ambivalenz spielt er eigentlich die ganze Zeit. Und das macht er auch, also nicht in allen Szenen gut, aber in vielen macht Ja, er es gut, ja, finde ich. ja. Also ich muss natürlich den Schluss noch gucken. Deswegen bin ich sehr interessiert, was du der für eine Bewertung gibst, liebe Beate. Was ist dein Fazit? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Crime-Serie, die Drama-Elemente hat. Da kommen die Krimi-Fans auf jeden Fall auf ihre Kosten. Da kommen eigentlich zwei Lager auf ihre Kosten. Die einen, die ein gutes Drama mögen und die anderen, die eben guten Krimi mögen. Also die können es beide irgendwie gucken. Es hat, finde ich, die schon genannten Schwächen eben, was die Charakterentwicklung und die fehlende Tiefe der Charaktere angeht. Ich finde, das fehlt mir bei so einem psychologisch aufgeladenen Drama. Ist ja Ja. keine normale Krimi-Geschichte. Es ist eher ein Psychothriller, finde ich. Ja. Und da muss das Thema die Psyche eben einen größeren Raum bekommen. Das ist meine Meinung. Insofern muss ich dann Sachen abziehen und würde jetzt mal sagen, Fanning Jacob bekommt von mir die Wertung 7,5 von 10 Goldblums.
Ich bin da ja wahrscheinlich so ein bisschen außen vor, aber ich würde jetzt erstmal die ersten vier bewerten und die kriegen bei mir schon 8,5, weil ich bleibe dran, ich möchte es sehen, ich habe es gebinged. Ich kann noch nicht so viel über die fehlende Tiefe sagen, weil es bei mir ja noch so mittendrin ist, ne? Aber sagen wir es mal so. Es wird eine Serie sein, da werdet ihr die erste Folge sehen und ihr werdet nicht sagen, sie haben mich nicht. Würde mich sehr wundern, wenn ich ehrlich bin, wenn man da nicht. Und wie gesagt, dieses girlige Habe von mir am Anfang. Es ist halt Chris Evans, er ist halt Captain America. Was gibt's da zu sagen? Aber deswegen sollte man sich die Serie nicht angucken. Die ist wirklich sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt. Also, du meinst auch, das Buch lesen lohnt sich oder so im Nachhinein? Oder meinst du, das braucht man Nee, gar also nicht? ganz ehrlich finde ich jetzt nicht. Aber es gibt Möglichkeiten im Netz, sich die Informationen zu besorgen. Und wenn man die gefunden hat, dann hat man eigentlich die komplette Geschichte, wie das Buch gestaltet ist. Und dann stellt man fest, es ist fast bis auf das Ende 1:1 von dem, was im Buch auch drin steht. Ja. Also ich würde es mir nicht kaufen, weil es hat keine, bis auf das Ende, wie gesagt, was gravierend anders ist, hat das keinen Mehrwert. Für mich würde ich jetzt nicht, also ich würde es jetzt nicht lesen. Also ihr Lieben, Defending Jacob startet am 24. April hier auf Apple TV Plus. Eine Empfehlung von uns, dass ihr da mal reinschaut. Beate hat es, wie gesagt, komplett gesehen, ich erst vier Folgen. Aber so oder so sind wir uns einig, dass es kein bisschen langweilig ist. Definitiv eine Serie, die man so gut konsumieren, auf die Schnelle, relativ schnell runterbingen wird. Verzeiht, dass wir immer noch so vom Ton her ein bisschen anders klingen als sonst. Beate ist immer noch am Telefon und ich am Mikrofon und wir arbeiten an einer besseren Lösung, falls das hier mit Corona doch noch länger so geht, dass wir nicht nebeneinander sitzen können, um unsere Podcast aufzuzeichnen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz bald oder sitzen bald wieder gemeinsam im Seriensprechzimmer. Bis dahin. Bleibt stabil, Leute.